Willkommen zu einem neuen LP Motor M4X, einem Offroad-Spiel. So, wir haben schon ein paar Einstellungen vorgenommen. Grafisch, bla bla bla. Und oh, halt, haben wir eins vergessen. So, ja, Einstellungen. Okay. Ja, das Spiel hat damals, glaube, 10 Euro gekostet. 10 Euro? Viel zu billig. Das Spiel ist extrem gut. Es ist einer der besten Offroad-Games der neuen. Ist, glaube ich, auch 2-3 Jahre alt. Grafisch geil. Werdet ihr gleich sehen. Ja. Legen wir los, oder? So, willkommen. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie zuerst eine Unterkunft suchen und eine Werkstatt, in denen Sie Ihren Wagen parken und reparieren lassen können. Direkt zu Beginn erhalten Sie einige Ratschläge, was zu tun ist, wohin Sie gehen müssen und wie man das Auto bedient. Klar? So, wir machen uns mal vom Acker. Wie gesagt, dieses Spiel beinhaltet drei Gebiete. Was soll man denn drücken? F2. Achso, hier haben wir die Karte. Im Moment haben wir keine Aufgabe. Neue Nachricht. Das war das Navigationssystem. Jo, und wir haben den Kompass. Und wir fahren erstmal normal. Jetzt nicht querfeldbeet ein. So, zu dem Spiel muss man sagen, es hat ein Schadensmodell. Ja. Tankanzeige gibt es hier. Dann Motorüberhitzung. Das ist sehr gut gemacht. Schrottet man sein Auto, muss man Geld bezahlen. Auch richtig geil, wenn man mal einen Berg runterfällt. Schnell. Mal da vorne auch nochmal rein. Ja. Super, Sie haben das Hotel gefunden. Es ist die vernünftigste Unterkunft auf dieser Seite der Berge. Und was noch wichtiger ist, es ist direkt eine Werkstatt mit einem talentierten Mechaniker in der Nähe. Suchen Sie danach, Sie sollten rechts vom Hotel liegen. Sie können auch direkt hineinfahren, was praktisch werden könnte. Suchen Sie sich das drehende Symbol eines Schraubenschlüssels. Jo. In der Werkstatt können Sie Ihr Auto verändern, einstellen, reparieren und waschen lassen. Sie können auch Ersatzteile sowie Leistungen oder
Designpakete kaufen und verkaufen. Wenn Sie die Werkstatt verlassen, können Sie mit Hilfe der Navigation fortfahren oder zum Modus freie Fahrt übergehen. Ja. Wir gehen mal rein. So. Fuhrpark. Leider haben wir erst ein Auto. Das wäre das nächste. Die anderen zeige ich noch nicht. Weil erst wenn wir sie kaufen können. Ja. So. Es gibt auch noch ein Geheimnisauto. So, Tuning. Wir können unser Auto leicht verbessern. Machen wir aber im Moment nicht. Bisschen Tuning. Schutz. So, den Motor schützen wir. Schauen wir vorher. Felgen, Felgen, Felgen. So. Reservekanister angebracht. Weil, fahren wir unser Auto trocken, haben wir immer noch ein bisschen bisschen Sprit dabei. So, jetzt kommen wir hier mal bei der Lackierung erwerben. Ja. Unser kriegt schon mal eine schöne Lackierung. Lassen wir es erstmal bei Weiß. Ja. Sie können jetzt jederzeit zur Werkstatt gehen. Entweder zu Fuß, indem Sie die ESC-Taste drücken und das Symbol für die Werkstatt auswählen. Eine Sache noch. Im Laufe einer Fahrt müssen Sie gelegentlich Ihr Auto verlassen. So bekommen Sie einen besseren Eindruck von der Umgebung und von dem Zustand Ihres Wagens. Drücken Sie die E-Taste, um auszusteigen. Gut. Jetzt, da Sie ausgestiegen sind, laufen Sie ein wenig herum. Steuern Sie mit den Pfeiltasten und sehen Sie sich mit der Maus um. Wenn Sie einen Teil Ihres Wagens länger ansehen, wird Ihnen dessen Status angezeigt. Wenn Sie alles begutachtet haben, drücken Sie wieder die E-Taste. Reifen, Stoßstange. Das finde ich nicht schlecht in dem Spiel. Sehen wir uns nun an, wie Sie inzwischen den Kameras wechseln. Wenn Sie sich ins Gelände begeben, zur besseren Orientierung, werden Sie bestimmt mehr als eine Ansicht verwenden. Mit den Tasten 1 bis 6 können Sie zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln. Mein Gott, heute habe ich es aber mit der Sprache hier. Mit der Kamera 4 können Sie sich frei umsehen. Sie können die Kamera mit der Maus frei bewegen und mit dem Mauswort zoomen. Wenn Sie die Maus loslassen, wird die Kamera in der Stellung bleiben, die Sie zuletzt gewählt haben. Cool. Mit der Kamera 5 können Sie sich frei umsehen. Können die Kamera mit der Maus frei bewegen und mit dem Mausrad hat man doch eben auch schon. Kommen wir nun endlich zu dem, weswegen wir hier sind. Der Fahrt durchs Gelände. Eine orientierte Fans organisieren eine Prüfung in der Nähe. Hier sind die GPS-Koordinaten des Starts. Folgen Sie einfach der Navigation und los geht's.
gut gemacht. Als Belohnung für ihre Fortschritte wurde ein neues Rennen freigeschaltet. Sie finden es in anderen... Aber... Wir fahren normal dahin. Soll ich dann auch? Und dann wollen wir mal. In dem Spiel gibt es sehr viel Abwechslung. Es gibt Prüfung, bekannt aus Bleifuß Offroad, was später auch noch folgen wird. Uah, das ist ganz schön umfahren. Wir bleiben erstmal. Depp. Aus Bleifuß Offroad, was später auch folgen wird. Als LP. So, wenn wir da sind, werden wir auch die Folge beenden. Ja. Dann gibt es Rennen mit drei Gegnern. Dann gibt es Track mit Geländefahrzeugen. Und dann gibt es noch eine ganz spezielle. Dann gibt es noch Pfadfinder. Und ja, die eine verrate ich jetzt noch nicht, weil die ist verdammt geil, verdammt schwer an manchen Strecken, aber wird jetzt noch nicht verraten. Was ist das für ein Symbol? Keine Ahnung, kann ich auch nicht anwählen. So, das Spiel wird in 15 Minuten Parts kommen. Da manche Prüfungen lang ist. Mal tanken? Nein. Soll lieber mal. Ach, wir müssen noch weiter, Sister. Das hätte man eigentlich auch querfeld wieder einfahren können, aber. So, am Anfang heißt es ein bisschen Geld sammeln. Kein Auto erstmal schrotten. Ah, so viel zum DE. Ey, da wären wir fast jetzt in der Karre gefahren. So. Wir haben das erste Rennen gefunden. Und diese Prüfung werden wir bei der nächsten Folge machen. Bis dann. Euer Blackie.